Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Truck und Logistik Simulator. Jawohl, wie ihr sehen könnt, bin ich hier mit dem Muldenkipper unterwegs. Ich bin hier gerade schon mal eine Tour gefahren. Ja, wir brauchen ja noch jede Menge massig Geld und ich würde sagen, wir snacken uns hier direkt mal den nächsten Auftrag. Gucken wir mal. Ich weiß jetzt nicht mal genau, wie viel ich brauche. Ich glaube 146.000 oder sowas. Ja, 57 haben wir. Also ein bisschen müssen wir noch. So, hier würden wir 9 für kriegen. Das ist der einzige Auftrag, der echt ein bisschen Geld bringt, ne? 9 für diese weite Strecke. Nee, dann machen wir lieber den hier. Fahren da runter in die Stadt, bringen da noch was hin, nehmen da 2000 irgendwas mit. Und machen das dann so. Reinstein hier. Zack. Ah ja, kriegen wir sie alle. Sehr geil. Wahrscheinlich aber fällt irgendwie wieder einer oder zwei runter. Ich fahr mal langsam. Langsam. Oh, oh, oh. Komm mit der Kamera gerade nicht klar. So. Und rein damit. Verschlossen. Moment. Ah, mit dem Kippen, ne? Das ist immer so nervig. Jawohl, der fällt rein. Ja, auch sehr schön. Jawohl. Wow. 5 Steine aber reingekriegt. Geil. Das ging fix. Das Verladen, das dauert halt immer ewig, ne? Ah, gut, einer wieder daneben gefallen. Okay, der ist auch runtergefallen. Ich hoffe mal, ich habe jetzt noch 2 drin. Gucken wir mal. Oh ja, da sind noch 3 drin. Perfekt. Warum ist die Kamera hier schon wieder so nah dran? Ah, Mann. Alter, steuern hier, ne? Da willst du einmal kippen. So, zack, zack. Beide drin, jawohl. Laden wir noch schnell hier. Schnell vor allen Dingen. Also das Laden, das dauert bei dem. Ups. Bei dem echt lange, ne? Oh, warte. Ah, kriegen wir. Langsam. Nicht runterfallen. Jawohl. Ich habe ihn noch. Noch habe ich ihn. Wenn er jetzt fällt. Jawohl, sehr schön. Drin ist er. Kleiner Dutsch. Na komm. Ah, die sind so nervig, die Steine, ne? Die fallen nie runter. Na komm. Jawohl, jetzt danke. Das hatte ich eben, wie ich ausspielen, die Tour gefahren bin, hatte ich das gleiche. Hing der Stein da die ganze Zeit fest. Ich bin da hin und her geeiert. Ein bisschen irgendwie. Ups. Auf die aus der Schaufel raus, nicht? Richtig nervig, aber hat funktioniert. So, wo sind die 2 fehlenden Steine? Oder? Ah ne, warte mal, einer fehlt noch, verdammt. Zack, zack, Mist. Na ja, gut, okay. Wollen wir uns den einen noch eben. Das Aufladen, das dauert meist länger als die Fahrt an sich. Da geht das mit dem Gabelstapler und den Kisten, also die da, ja, die Paletten, die man da auflädt, gefühlt um einiges schneller. So, na, gib's mal. Danke. So. Moment, jetzt muss ich hier vorsichtig fahren. Da kann man sich nämlich auch ganz schnell hier den Anhänger blockieren. So, danke schön. Und Abfahrt. Auf ganz schnell hier. Zum Glück ist das jetzt nicht so weit. Fahren wir zurück. Danke.
Na, kommt noch ein Stück. Jawohl, danke. Randa und Abfahrt. So, wo müssen wir hin? Waren irgendwie nur 2 Kilometer oder irgendwie sowas. Quasi nur den Berg hier runter habe in die Stadt. Also so ist er eigentlich. Na, wir fahren jetzt mal hier rum. Echt cool der LKW. Das Beladen dauert halt immer ein bisschen. Wir könnten eigentlich auch mal Ego an sich fahren. Warum auch nicht? Jawohl, sehr schön. Wieder die Serpentinen hier rauf und wieder runter. Juhu. Ah, das kennen wir ja hier schon. Der einzige Nachteil, ne, dass man hier immer so übelste Serpentinen fahren muss. Weil die bremsen hier immer, ne, vor den Kurven, das ist so nervig. Ich bin gestern oder wann offscreen gefahren. Ich habe deswegen voll hinten drauf gescheppert, weil der da ständig vor der Kurve da am Bremsen ist. Komplett unnötig. Einfach laufen lassen, mein Freund. Woo. Komm, fahr. Und dann habe ich versucht, dann hatte ich einen LKW vor mir, habe ich versucht, dem zu folgen. Aber die fahren dann doch ein bisschen anders und dann wurde es dann auf einmal schnell und kladderadutsch habe ich da einen Crash gebaut. Das hätte ich natürlich dann wieder nicht aufgenommen, logisch. Na komm. Uiuiuiui, Junge, Junge, Junge. Original Real Life, ne? Komm, ich versuche mal hier rumzufahren. Fährt immer dahin, wo man nicht guckt, ne? Oder wie war das? So, ich hab's jetzt leider im Spiegel nicht gesehen, ob das jetzt gepasst hat. So, hier müssen wir abladen schon. Oh cool, hier ist auch direkt die Einfahrt. Perfekt, warte mal, ich brauche mal wieder eine normale Ansicht, damit ich hier was sehe. Ja, genau, komm da angerauscht. Jawoll. Digga, du hast schon gesehen, dass ich hier schon halb in der Kreuzung bin, oder? Frage nur für den Freund. So, warte mal, wir müssen mal abladen hier hinten. Oh, Randa. Dann schauen wir mal, ob wir hier einen 10.000er Auftrag kriegen oder sowas. Ich glaube, das ist auch. Ich glaube, das ist auch das Maximum, ne, was man bekommen kann. So um die 10.000 immer. Na komm. Na komm, fall da raus jetzt. Jawohl, danke schön. Na komm, zurück. Stehen bleiben. Und einmal hoch damit. Könnten wir das Licht da machen. Ich will nicht da vorne fahren. Jetzt will ich nach vorne fahren. So, alle draußen. Nee, einer klebt wieder, ne? Komm, rutsch raus. Oh Mann, geh doch. Alter, ich hasse diese flachen Steine, ne? Die sind so nervig. Na komm.
Ah, endlich, juhu. Okay, wir nehmen die 2600 mit, klar, logisch. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier für einen Auftrag kriegen. So, was bekommen wir denn hier? 6, oh, hier 11,3, wow. Ja, den nehmen wir, ne? 11,3 sind wir dabei. Das reimt sich. Das reimt sich sogar. Okay, jetzt geht die Tortur wieder los, die blöden Dinge hier beladen. Egal. Für 11,3 auf jeden Fall. Ja, vielleicht haben wir wieder Glück. Ah, bleibt drin. Dann hätten wir wieder direkt 5 auf einen Streich. Das wäre schon mal ganz gut. Ja, und? Schon mal einer drin. Ja, natürlich. Wieder, ah, wieder so ein eckiges Teil, ne? Komm da raus! Hä, will der mich verarschen? Alter, lass doch mal da fallen, ey. Kannst du aber machen, was du willst, ne? Ja. Oh, endlich, meine Güte, ey. Das dauert ja Stunden, bis diese blöden eckigen Steine da rausfallen, Mann, ey. So, nochmal 2 Stück. Wahrscheinlich sind es mehr. Ah, einer ist wieder runtergefallen. Hoffentlich habe ich jetzt nicht wieder so ein Eckchen da drin. Man sieht recht wenig, ne? Plupp, plupp. Jawohl, sehr schön. Okay, das hat wenigstens mal funktioniert. Abfahrt. Die nächsten Stones holen. So, was haben wir? 3 Stück. Ah, ich glaube, da ist jetzt ein Eckiger dabei. Na gut, vielleicht zählt er sich jetzt nicht so wie der andere. Hoffen wir es mal. Natürlich ja, ne? Mein Gott. Danke. Und drauf damit. Liegen bleiben. Habe ich jetzt nur einen? Komm, echt jetzt, ne? Das ist nur einer, oder was? Ah ne, 2 waren es. Noch irgendwas da drin? Nee. Gut. So, dann hätten wir jetzt gerne nochmal 2. Dankeschön. Na gut. Passt. So, der Ladevorgang ging schon mal ein bisschen schneller, ne? War ja klar, ne? Der eine fällt daneben. Alter, da ist doch einer reingefallen, muss der andere. Der sagt mir jetzt nicht, der ist daneben geglitscht irgendwo. 1, 2, 3, 4, 5. Da sind noch 6 Stück drin. Achso, ja, 6. Ey, was? Wo ist denn der andere geflogen? Eine Weltverarschung. Ja, damit. Mann! Wir hätten schon längst on Tour sein können. Komm, mach hoch hier. Aber mal im Ernst, muss der andere hingefallen? Da waren noch 2. Das muss ich mir aber nochmal angucken. So, danke. Ja, mehr brauchen wir nicht.
So, auf geht's. Mein Gott. 100 Jahre später. Wir hätten schon längst wieder Geld kassieren können, ne? Halt, stopp, stopp. Alter, ich vercheck hier voll gerade Bremse und Gas, ne? Beim Rückwärtsfahren. Auf geht's. Ich habe keine Ahnung, wie weit zu fahren. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Kilometer das sind. Ich glaube 8 oder sowas. Vorsicht. Na, weiterfahren. Gas geben. Danke. Alter, wenn man mal so bremst, ne? Dann ist es voll schwer, bis er wieder in die Gänge kommt. So, mal gucken, was der da jetzt treibt. Der fährt da lang. So, Abfahrt. Alter, geht's noch? Was schimpft er denn nicht? So, einmal durch die City hier. Wir cruisen durch die City, machen ein bisschen Kohle. Alles klar. Nein. Und Abfahrt. Juhu! So, auf geht's. Spritz, ja, wir müssten irgendwann mal tanken fahren. Halb haben wir jetzt. Ah, gut, okay, da können wir noch ein bisschen fahren. Das geht noch. So, warte mal, so lange raus. Es wird schon wieder hell, sehr schön. Ah, 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 ah. Das ist mir jetzt scheißegal, ne? Da zieh ich durch. Kenne ich nix. Da kennen wir nix. Einfach drauf. So, ja, fahren wir jetzt geradeaus oder fahren wir, wie der hier sagt. Der fährt aber auch so, ne? Ach komm, wir fahren mal so. Kein Problem. So, zack. Und es wird schon wieder hell. Wahrscheinlich einmal quer über die Map, ne, für 11.000 und. Aber das ist bis jetzt, glaube ich, der größte Auftrag, den wir bis dato gefahren sind. Vom, also der größte Umsatz. Oder Verdienst, der größte Verdienst. Der höchste Verdienst, sagen wir so. Bis jetzt. So. Okay, wir kürzen hier mal wieder ab. Die Kreisverkehre, die hätten sie ein kleines bisschen größer machen können, glaube ich. Ich meine, gut, okay, es gibt auch mehr als genug so kleine Winzig-Kreisverkehre, aber das Verhältnis könnte da ein bisschen besser zum LKW sein, finde ich. Und wieder rauf die Serpentine. Mal eigentlich mal reparieren. Okay, wenn ich so weiterfahre, wahrscheinlich ja. Diesen Reparaturbalken, den habe ich noch nicht so ganz gepeilt. Muss der voll sein oder? Also so
ein helles Weiß haben, oder ich verstehe das noch nicht so ganz. Oder wir haben halt noch keinen Schaden, das kann natürlich auch sein. Und wieder runter hier die Berg- und Talfahrt hier. Ja, schon geil, ne? Zack, schon ein Spiel schon. Und sind wir auch schon fast unten. Sind wir hier schon mal lang gefahren? Noch nie, ne, glaube ich. Also die Serpentinstraße, die sagt mir irgendwie gar nichts. Finde ich aber ganz geil. Die lässt sich schon ganz cool fahren, finde ich. Wie schnell dürfen wir hier fahren? Ja, auf jeden Fall über 50. Und wieder rein in den Tunnel. Jawohl. Oh, hier wird es noch lauter. Sehr schön. Das freut mich. Nicht. Oh, warte mal, muss lang. Rausche voll in die Kreuzung rein. Sorry. Oh. War dann doch ein bisschen schnell. Ich war das? Da bin ich auch aufs Screen gefahren. Da kam einer voll um die Kurve gedriftet. Also keine Ahnung, ob das so beabsichtigt war oder ob das ein Bug war. Sah aber geil aus. Der hat aber einen guten Speed drauf. Also leider so Momente, die ich dann wieder nicht auf Video hatte. Naja gut, vielleicht passiert sowas ja nochmal. Oh, der war. Oh, fuck, ich krieg's okay. Wo muss ich lang? Alter. Sorry. Krümmel in der Treut. Hallo, fährt der mal weiter hier? Da kommt er auch voll reingerauscht in den Kreisverkehr. Was stimmt bei dem nicht? Habt ihr das gesehen, wie der da runtergeballert kam? Ey? Läuft bei dem. Ey. Doch, hier sind wir schon mal, wohl schon mal lang gefahren. Auf jeden Fall. Jetzt schon da. Oh, ja moin. Oh, verdammt, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich habe auf die Strafe gesehen. Was? Aber 25 Credits ist auch ein bisschen traurig, ne? Das ist echt wenig. Sorry für den Unfall, das war auch nicht mit Absicht. Ja, guck, das meine ich hier. Ich muss hier voll immer aufs Gas latschen, damit die hier immer weiterkommen. Das fällt dir nicht. Also wenn man da mit 61 in eine 50er reinballert, wobei ich das noch nicht mal gecheckt habe, nur 25 Credits finde ich dann schon ein bisschen arm, ne? Also gerade bei LKW oder sowas. Und ich glaube, wir machen hier mehr als genug Kohle.
Also das könnte man auch irgendwo ein bisschen anpassen, finde ich, ne? Ein bisschen realistischer gestalten. So, wie weit haben wir es denn noch? Dürfte ja eigentlich nicht mehr allzu weit sein. Ja, Kollege, fahr weiter. So. Alter Schwede, ach du Scheiße, den ganzen Berg da noch hoch. Ja, na, herzlichen Glückwunsch. Ein ganzes Stück zu fahren. Ich meine, gut, okay, wir bekommen 11.000 irgendwas. Da darf noch was verlangen, ne? Aber schon recht weit. Aber den nehmen wir jetzt noch mit auf jeden Fall. Boah, hier haben wir jetzt. Mein LKW kackt ab auf dem Berg. Ach ne, hier sind wir ja schon. Ah gut, okay, das ist ja easy. Oh, Vorsicht, Entschuldigung, alter Schwede, das war, oh, sorry. Das war nicht mit Absicht. Es tut mir voll leid. Nur dann trotzdem mal los. Das war wirklich nicht mit Absicht. Aber ich kam aber auch den Berg darunter gerauscht, ne? Muss man aber auch dazu sagen. Also die war schon mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, finde ich. Alter, was ist das hier für ein geiles Zementwerk? Die nächste Frage ist, wo muss ich denn hier abladen, Alter Schwede? Ich muss hier... ja voll was sagen die eigentlich, warum rede ich eigentlich von Zementwerk? Das ist eher so ein Steinbruch. Wir einigen uns auf Steinbruch. So, wo muss ich denn hier hin? Nächste Frage ist, wie komme ich da? Ach da. So, ist das hier? Allein, okay, ich hab's gesehen. So, und alter Schwede. Voll die Rangiererei hier jetzt wieder. Na ja, gut, egal. So was, wir können das auch so abladen, ne? So, fahren wir zurück ein Stück. Und einmal rauf und einmal abladen, bitte. Also, sind schon alle draußen, perfekt. So, die noch und dann haben wir es. Na komm. Jawohl, sehr schön. Für 11.350. Juhu. Nice. Sehr, sehr geil. Ja, damit kann man doch arbeiten, ne? Würde ich sagen. Ja, dann würde ich aber auch sagen, wir beenden jetzt hier die Folge, weil es ist schon lang genug. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Immer gerne kommentieren und bewerten. Gucken wir mal schnell. 71.000 haben wir jetzt. Sehr schön. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.